Zu einem ungewöhnlichen Einsatz wurde die Löschgruppe Balve kurz vor Mitternacht gerufen. In der Flüchtlingsunterkunft an der Sauerlandstraße kam es zu einem unkontrollierten Wasseraustritt. Die Feuerwehr half den Flüchtlingsfrauen. Die Bewohner haben alles richtig gemacht, bescheinigte Zugführer Heiner Tillmann. Ein Waschbecken war von der Wand gefallen und hatte eine Zuleitung zerstört. Die Feuerwehr drehte das Wasser ab und half mit dem Wassersauger. Für die Frauen und Kinder bedeutete dies eine kurze Zeit große Aufregung.